Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Und wir schauen zunächst in den Iran. Denn dort hat das Regime heute mit aller Härte gezeigt, wie ernst es ihm ist. Mit allen Mitteln sollen die Proteste gestoppt werden. Dafür wurde heute eine unmissverständliche Botschaft gesendet an die Menschen, die überall im Land auf die Straße gehen. Es droht die Todesstrafe. Einige solche Urteile wurden in den vergangenen Wochen schon gesprochen. Heute wurde das erste Todesurteil vollstreckt gegen einen Demonstranten im Iran. Katharina Willinger. Hinter den Mauern des berüchtigten Evin-Gefängnisses soll Mohsen Shekari heute hingerichtet worden sein. Das Todesurteil gegen den 23-Jährigen war erst im November gefällt und jetzt sehr schnell vollstreckt worden. Die Justiz warf Shekari vor, bei den Protesten eine Einsatzkraft verletzt zu haben. Ein Schauprozess im Schnellverfahren ohne unabhängige Verteidigung, sagen Menschenrechtsorganisationen. Ziel sei es gewesen, andere Demonstrierende abzuschrecken. Heute Vormittag verbreiten regimenahe Kanäle dieses Video in den sozialen Medien. Es soll die Schuld von Mohsen Shekari belegen. Unterlegt mit dramatischer Musik und dem Einsatz von animierten Gewaltszenen inszeniert das Regime ein zweifelhaftes Schuldbekenntnis. Beobachter gehen davon aus, dass das Geständnis unter Folter und Zwang entstand. Das habe System in der Islamischen Republik, erklärt Arif Keskin, iranisch-türkischer Politologe. Das Regime hat seit 1979, der Gründung der Islamischen Republik, immer wieder Oppositionelle eingesperrt, sie gefoltert und sie dann vor Kameras gezerrt. Und so machen sie es nun mit den Demonstranten. Man will sie als ängstliche und schwache Menschen zeigen, als jemanden, der bricht, wenn er genug Druck abbekommt. Erst vor wenigen Tagen veröffentlicht ein Propagandakanal des Regimes ein Video mit dem bekannten Rapper Too Much Solehi, dem ebenfalls die Todesstrafe droht. Im Video werden Ausschnitte aus einem seiner Musikvideos mit einem Verhör zusammengeschnitten. Solehi entschuldigt sich darin, die Menschen zum Protest angestachelt zu haben. Arif Keskin glaubt, das Regime erreiche mit seiner Propagandastrategie nur noch das Gegenteil. Too Much Solehi und andere seien bei vielen Iranern inzwischen Helden. Die Menschen sehen solche inszenierten Geständnisse tatsächlich als eine Schwäche des Regimes, das versucht, seinen Niedergang zu verhindern. Ein Regime, das immer stärker unter Druck steht. Denn der Widerstand im Iran, er reißt nicht ab. Und wir schalten zu Katharina Willinger in Istanbul. Ja, ein Widerstand, der nicht abreißt. Und die Strategie des Regimes ist, Angst zu schüren. Lassen sich die Demonstrierenden davon beeindrucken? Ja, einige vielleicht schon, ich glaube aber gar nicht unbedingt durch die Todesurteile und durch diese Propaganda-Inszenierungen, sondern ich glaube, sie lassen sich dann beeinflussen, wenn Druck auf die eigene Familie, auf die Freunde besteht. Und das hören wir tatsächlich immer wieder, dass es Drohungen gibt gegen Familien von Demonstrierenden und dass man sich dann natürlich, wenn es um das Leben eines geliebten Menschen geht, zweimal überlegt, ob man noch weiter auf die Straße geht. Aber generell gilt, das hören wir immer wieder von Iranerinnen und Iranern, wenn wir mit ihnen sprechen, sie sagen, für jeden, den das Regime tötet, kommen 10 weitere von uns auf die Straße. Also wir sehen da einen sehr starken und ungebrochenen Willen der Menschen im Iran, weiter gegen das Regime zu demonstrieren. Kann man davon ausgehen, dass das Regime den Druck auf seine eigene Bevölkerung noch weiter erhöht? Ja, tatsächlich ist davon auszugehen, denn es gibt ja 10 Todesurteile, die bisher schon ausgesprochen sind und viele andere. Droht womöglich so ein Todesurteil, zumindest rechnen Menschenrechtsorganisationen damit, dass weitere Urteile gefällt werden. Und man muss immer wieder betonen, dass diese Prozesse nicht unabhängig sind, sie sind nicht fair, man hat keinen Rechtsbeistand, der einen fair vertritt und dementsprechend gering sind natürlich auch die Chancen, überhaupt freigesprochen zu werden, wenn das Regime einen tatsächlich angeklagt hat. Katharina Willinger, vielen Dank für die Information. Sehr gerne.
Und als Reaktion auf die Hinrichtung im Iran hat Außenministerin Baerbock den iranischen Botschafter einbestellt, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Proteste im Iran und ein Regime, das mit äußerster Härte reagiert. Dazu die Meinung von Susanne Glass vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe einen Kloß im Hals, wenn ich darüber nachdenke. Mohsen Shekari war 23 Jahre alt. Seine nächsten Lebensjahrzehnte wollte er in Freiheit gestalten, in einem Iran, in dem Menschenrechte geachtet werden und Frauen selbst entscheiden, wie sie sich anziehen. Für diesen Traum wurde der junge Mann hingerichtet. Die bange Frage lautet, wann werden die nächsten Inhaftierten von dem menschenverachtenden Regime ermordet, das angeblich im Namen Gottes urteilt? Aber ich hoffe und ich glaube, dass es den Mullahs mittlerweile ebenso bitter, Angst und Bange ist. Denn nichts deutet darauf hin, dass sie, wie erhofft, mit ihrer Eskalation der Grausamkeiten die Masse der Kritiker abschrecken. Im Gegenteil. Jetzt erst recht scheint das Motto dieser extrem mutigen Frauen und Männer im Iran zu sein. Sie wissen längst, dass sie sich bei den Protesten in Lebensgefahr begeben. In den knapp 3 Monaten sind Hunderte auf den Straßen gestorben. Aber jede Tote und jeder Tote mobilisiert viele weitere Verzweifelte und Wütende. Ich denke, es wäre an der Zeit, die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen. Bisher ist das nicht geschehen, weil man ihnen keine Terroranschläge innerhalb der EU nachweisen konnte. Nun gibt es Hinweise, dass die Eliteeinheit hinter Anschlägen auf Synagogen in Deutschland steckt. Grund genug, sie als Terrorvereinigung zu ächten und die, wie Experten schätzen, Milliarden an Geldern einzufrieren, die auf europäischen Konten parken und das Regime finanzieren. Die Iranerinnen und Iraner brauchen wirksame Unterstützung. Einzig unser Mitgefühl und unsere Bestürzung helfen ihnen nicht. Die Meinung von Susanne Glass. Hinter Gittern sitzt sie jetzt nicht mehr, die amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner. Sie war in Russland eigentlich zu 9 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie bei der Einreise in Moskau Cannabisöl dabei hatte. Und im Gegenzug sitzt auch er nicht mehr hinter Gittern. Der Mann, der oft als Händler des Todes bezeichnet wird. Er soll in etlichen Konfliktregionen illegal Waffen geliefert haben und war dafür in den USA zu mindestens 25 Jahren Haft verurteilt worden. 2 ziemlich ungleiche Gefangene, die Russland und die USA heute ausgetauscht haben. Kerstin Klein. In Washington erinnert ein Straßenkunstwerk an Amerikaner, die zu Unrecht im Ausland in Gefangenschaft sitzen. Auch Brittney Griners Bild hängt hier. Doch sie ist nun frei. She's safe. Sie ist in Sicherheit und auf dem Weg nach Hause. Nach Monaten, in denen sie zu Unrecht in Russland in Haft saß, unter unhaltbaren Bedingungen, wird Brittney bald wieder in den Armen ihrer Lieben sein, wo sie die ganze Zeit hätte sein sollen. Dieses Foto des Weißen Hauses zeigt Biden und Griners Frau Sherelle, wie sie mit Griner telefonieren. Sherelle hatte den Druck auf die Regierung hochgehalten. Ich bin überwältigt von Emotionen. Vor allem bin ich Joe Biden und seiner ganzen Regierung zutiefst dankbar. Diese Bilder von Griner veröffentlicht heute ein russischer Militärkanal. Monatelang saß Griner in Haft. Seit November in diesem Straflager musste Zwangsarbeit leisten, weil sie am Flughafen mit einer geringen Menge Cannabisöl erwischt wurde. In Russland verboten. Aus Washingtoner Sicht eine politisch motivierte Verurteilung. Im Flugzeug zum Gefangenenaustausch in Abu Dhabi wird Griner von russischen Journalisten befragt. Wie ist Ihre Stimmung? Glücklich. Sind Sie bereit? Wissen Sie, wohin es geht? In die USA, nach Hause. Russland erhält im Austausch in Abu Dhabi Viktor But, verurteilter russischer Waffenhändler, auch Händler des Todes genannt. Nicht alle in den USA halten das für einen fairen Austausch. Ein Waffenhändler hätte 2 Unschuldige wert sein müssen, finden manche und beziehen sich damit auf ihn. Paul Whelan, in Russland in Haft wegen angeblicher Spionage. Doch dessen Freilassung, so die US-Regierung, sei keine Option gewesen. Die Wahl war nicht, welcher Amerikaner heim darf, sondern die eine oder keiner. Auch Paul Whelans Bild ist Teil des Mahnmals in Washington. Der Kampf um seine Freilassung gehe weiter, verspricht Biden. Doch wie er sitzen noch immer viele Amerikaner weltweit in Haft.
Die Freude über Brittany Griners Rückkehr nicht ungetrübt. Es ist eine Geschichte von Aufstieg und Fall. Eine Geschichte, die alles mitbringt, was ein guter Hollywood-Thriller braucht. Doch die Machenschaften bei Wirecard führten ganz real zu einem der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands. Trotz frühzeitiger Zeitungsberichte über Ungereimtheiten legt die Aktie bis September 2018 einen bemerkenswerten Aufstieg hin. Wirecard wird zum Vorzeigeunternehmen in der Politik und an der Börse. Aber dann folgt im Juni 2020 der Fall. Auf einmal fehlen Milliarden in der Bilanz. Wirecard implodiert kurze Zeit später. Viele Anleger trifft das hart. Heute hat in München der Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef sowie zwei weitere Angeklagte begonnen. Josef Streule. Es ist sehr früh und ziemlich kalt. Manche stehen hier seit 5 Uhr. Beim Prozess dabei sein will auch Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mehr als 20 Milliarden Euro haben Anleger mit Wirecard verloren. Die Leute haben hier nicht nur auf Markus Braun vertraut, sondern auch auf die deutschen Behörden und haben massiv in die Altersvorsorge investiert und massiv verloren. Kurz nach 9 Uhr betritt Markus Braun, der langjährige Vorstandsvorsitzende von Wirecard, den Gerichtssaal. Einst inszenierte er sich als Vordenker der digitalen Zukunft. Jetzt ist er angeklagt als mutmaßlicher Kopf einer Bande. Gegenstand der Anklage ist im Ausgangspunkt ein bandenmäßiger und gewerbsmäßiger Betrug. Braun sitzt bereits seit fast 2,5 Jahren in Untersuchungshaft. Ebenso Oliver Bellenhaus, Wirecards früherer Statthalter in Dubai und mitangeklagt. Der dritte Beschuldigte ist der ehemalige Chefbuchhalter. Gestanden hat bisher nur Oliver Bellenhaus, der als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft gilt. Er hat ganz klar neben seiner eigenen Schuld, die er vollumfänglich eingeräumt hat, auch das ganze Netzwerk an sich aufgedeckt. Wirecard war lange eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen aus der Nähe von München wickelte Zahlungen ab. 2018 schaffte es der Konzern sogar in den DAX. Doch dann im Juni 2020 der Zusammenbruch. 1,9 Milliarden in der Bilanz erwiesen sich als Luftbuchungen. Im Zentrum des mutmaßlichen Betrugs stehen Geschäfte mit sogenannten Drittpartnern, vor allem in Asien. Diese Drittpartner wickelten im Auftrag von Wirecard angeblich Zahlungen ab. Die Erlöse daraus sollten auf Treuhandkonten in Singapur und später auf den Philippinen landen. Doch das Geld hat es nie gegeben und auch kein höchst gewinnbringendes Drittpartnergeschäft, so die Anklage. Tatsächlich, so jedenfalls die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, waren seit 2015 eigentlich nur noch Verluste vorhanden. Der ehemalige Wirecard-Chef und sein Anwalt bestreiten das bisher. Die fraglichen Geschäfte in Asien habe es doch gegeben. Eine Bande um den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marszalek habe die Gewinne aber veruntreut. Marszalek ist seit 2,5 Jahren auf der Flucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Was bei Wirecard wirklich geschah und wer dafür verantwortlich ist, muss jetzt das Gericht klären. Heute wurde nur die Anklage verlesen. Die Angeklagten wirken sehr gefasst. Herr Braun, hat man den Eindruck, das prallt weiterhin an ihm ab, sodass es da keine Überraschung gab. Für das aufwendige Verfahren sind bereits 100 Verhandlungstage angesetzt. Und zugeschaltet ist mir Fabio De Masi, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken. Guten Abend, Herr De Masi. Guten Abend. Sie haben schon 2017 auf Unstimmigkeiten bei Wirecard aufmerksam gemacht. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es den Wirecard-Untersuchungsausschuss gab, waren Obmann. Ist Ihnen heute zum Prozessstart, zum Feiern zumute? Nein, überhaupt nicht. Denn das Drama bei Wirecard ist ja angerichtet. Die Behörden haben damals versagt und es gibt viele Gründe dafür, aber es gab vor allem eine Reihe von Menschen, die natürlich auch ihre Lebensersparnisse verloren haben. Und all das wird wahrscheinlich nicht wieder gut zu machen sein. Zudem ist noch fraglich, ob wir wirklich Markus Braun auch in nennenswerten Umfang bestraft sehen werden. Es gab ja einen Untersuchungsausschuss, jetzt beginnt der Prozess. Was glauben Sie denn? Können wir volle Aufklärung erwarten? Nein, volle Aufklärung werden wir garantiert von diesem Prozess noch nicht sehen. Das ist ja wirklich ein Jahrhundertprozess. Er ist auch nicht abgeschlossen mit dem Strafprozess gegen Markus Braun. Vor allem geht es hier um die Frage, ob er Kopf einer Bande war
und somit auch für Bandenbetrug mit verhaftet werden kann, oder ob er damit wegkommt, dass er nur den Kapitalmarkt getäuscht hat, dann hätte er wahrscheinlich mit einer milderen Strafe zu rechnen. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil die Menschen dann auch sagen, jetzt gab es einen Untersuchungsausschuss, jetzt ist hier so viel Geld veruntreut worden und am Ende kommt er vielleicht dann doch mit einem blauen Auge davon. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Kopf der Bande. Heute hat der Münchner Staatsanwalt zum Prozessauftakt gesagt, dieses Unternehmen ist von einer Verbrechergruppe geführt worden. Wer war aus Ihrer Sicht denn der größte Verbrecher in dieser Gruppe? War das nur Markus Braun? Nun, Markus Braun war der CEO, der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG. Und er versucht jetzt so zu tun, wie als sei er der dümmste CEO Deutschlands gewesen, der quasi von Jan Masalek, dem flüchtigen Wirecard-Manager, hinters Licht geführt wurde. Das ist nicht glaubhaft. So hat er zum Beispiel kurz vor der Insolvenz von Wirecard noch viele Millionen freigezeichnet, die dann in so eine Briefkastenfirma geschickt wurden, obwohl ihm mitgeteilt wurde, das ist die letzte Liquidität, über die das Unternehmen verfügt. Er hat immer wieder Vorgänge auch persönlich freigegeben, die sehr dubioser Natur waren. Und insofern kann er sich ja überhaupt nicht freimachen. Er war Kopf dieses Systems, aber es gibt natürlich weitere Beteiligte. Aber wie kann man das verbessern? Nun, ein Problem war ja zum Beispiel, dass die Finanzaufsicht zugeschaut hat. Es gab keine funktionierende Geldwäscheaufsicht, weil zum Beispiel die Finanzaufsicht gesagt hat, Wirecard, das sei ein Technologiekonzern, sowas wie Volkswagen und kein Anbieter von Zahlungsdiensten. Und deswegen seien sie nicht für die Geldwäscheaufsicht zuständig. Sie seien nur für die Wirecard-Bank zuständig. Da hat man aber auch nicht richtig hingeguckt. Eine Aufgabe wäre zum Beispiel, die Geldwäscheaufsicht in Deutschland, die ja seit Jahren ein Problem ist, so aufzustellen, dass es solche Aufsichtslücken nicht mehr gibt. Dann hatte die BaFin, die Finanzaufsicht, nur 5 Personen damals mit Wirtschaftsprüferexamen. Da können die natürlich gegen so große Wirtschaftsprüfer wie das Prüfungsunternehmen EY gar nichts anfangen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt den ADAC, die Alkoholkontrolle am Ortseingang machen lassen würde. Da gibt es natürlich massive Interessenkonflikte. Da muss eben auch die Polizei mal einen Verkehrsteilnehmer herausziehen. Und am Finanzmarkt ist das genauso. Und drittens gab es auch massive Fehler, auch der anklagenden Staatsanwaltschaft hier in diesem Bereich, die zum Beispiel ein sogenanntes Leerverkaufsverbot, also das Verbot auf fallende Aktienkurse von Wirecard zu wetten, mit initiiert hat aufgrund wilder Erpressungsgeschichten, die ihr da präsentiert wurden. Insofern gibt es hier eine ganze Reihe von Behörden, die sich an die Nase zu fassen hätten. Also Sie sagen, dass die Aufsichtsbehörden auf Hinweise von außen nicht reagiert haben. Was meinen Sie, wäre das heute in diesem oder so ein Fall anders? Nun, die BaFin, das ist mein Eindruck, die Finanzaufsicht geht jetzt etwas proaktiver mit ähnlichen Fällen um, zum Beispiel beim Immobilienkonzern Adler, weil sie natürlich aufgescheucht wurde durch die Öffentlichkeit. Sie will auch mehr eigene Kapazitäten in der Aufsicht aufbauen. Aber ich glaube, dass ein solches Unternehmen, das so viel Unterstützung aus dem politischen Raum, auch aus Sicherheitsbehörden erfahren hat, wo eine solche Geldwaschanlage im Gang war, dass das notfalls auch wieder mit einer solchen Masche durchkommen würde, wenn es vielleicht genug katastrophale Zustände in den Behörden gibt. Und die gibt es ja, das wissen wir ja aus der Geldwäschebekämpfung. Wir wissen das jetzt auch zum Beispiel aktuell im Ukraine-Krieg, wo es viel um die Oligarchenvermögen geht und der Staat häufig nicht einmal weiß, wem eine Yacht oder eine Immobilie gehört. Also diese Probleme sind weiterhin da in Deutschland und das ist sehr bedauerlich und auch sehr gefährlich. Sagt Fabio De Masi. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Die Ohren wurden einem heute zwar nicht weggepustet, aber unbemerkt blieb der Probealarm wohl bei den allerwenigsten Menschen in Deutschland. Denn zum Warntag heulten um Punkt 11 Uhr nicht nur die Sirenen auf dem Dach, es schrillten und brummten auch zig Millionen Sirenen in den Hosentaschen. Denn um schnell vor Gefahren gewarnt zu werden, sollen Handys eine immer größere Rolle spielen. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung schnell alarmiert werden kann und wie dramatisch es ausgehen kann, falls das nicht passiert. David Sions. Ein Geräusch, das im Ohr bleibt.
Bundesweit dröhnen um kurz vor 11 die Mobiltelefone. Erstmals wird in Deutschland Cell Broadcast getestet, ein Warnsystem über das Handynetz. Auf einmal in der Wohnung, ich denke, was ist das für ein Geräusch? Heizung kaputt oder sonst was? Dann sehe ich auf meinem Handy, dass das Display leuchtet und dass da die Warnung da war. Bei uns auf dem Handy war nichts. Also wir haben, wir haben das nicht bekommen. Ich habe ein iPhone 13 und du ein iPhone 12. Genau, iPhone 12, bei uns war nichts, aber um uns herum hat es überall gebimmelt. Dass auch neue Handys keine Warnmeldung abgeben, kann unterschiedliche technische Gründe haben. Rätselraten auch bei Tischler Ralf Kolvenbach. Er weiß, wie wichtig verlässliche Warnungen sind. Seine Tischlerei in Bad Münstereifel wurde vergangenes Jahr durch die Erft überflutet. Heute wieder keine Warnmeldung. Mein Handy hat nicht funktioniert, meine Tochter hat funktioniert. Ich glaube, man hört doch besser Wetterberichte und guckt in die Erft, ob Wasser da ist oder nicht. Weil so stellen wir es heute Abend wieder genauso da wie letztes Jahr. Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr versagten an vielen Orten die Warnsysteme. Auch beim ersten bundesweiten Warntag vor 2 Jahren kamen die Meldungen erst viel zu spät. Diesmal waren sie pünktlich, wenn sie denn kamen. Das zuständige Bundesamt zieht eine positive erste Bilanz. Für abschließende Erkenntnisse ist es aber noch etwas zu früh. Die zahlreich eingehenden Rückmeldungen bestätigen allerdings unseren positiven Eindruck. Das heißt nicht, dass es nicht an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbedarf geben mag. Noch immer sind nicht überall ausreichend Warnsirenen vorhanden. In Leverkusen setzte die Feuerwehr deshalb in Teilen der Stadt auf Lautsprecherdurchsagen. Probealarm. In Leverkusen findet zurzeit ein Sirenenprobealarm statt. Ganz wesentlich für uns, dass wir einen Mix von Warnmitteln anbieten können, gemeinsam mit dem Bund zusammen, in der Hoffnung, dass der Bürger wenigstens ein Warnmittel dann mitbekommt. Ein kleiner Trost für diejenigen, deren Handy heute nicht lautlos geheult hat. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will den Warntag nun auswerten und das System dann optimieren. Schauen wir dorthin, wo Alarmstimmung sowieso oft zum Alltag gehört, ins Krankenhaus. Und egal, ob Notfall oder Stationsroutine, es ist elementar wichtig, dass hier alles läuft, auch wenn es drumherum dunkel wird. Bei einem Blackout können Notstromaggregate die Versorgung sichern, über Stunden oder Tage. An manchen Orten wird dafür immer noch weiter aufgerüstet, wie Susanna Czalek in der Uniklinik Essen erfahren hat. Mittendrin im Krankenhausalltag. Denn wenn dort etwas passiert, dann kann es schnell um Leben und Tod gehen. Ich hatte vor über 20 Jahren mal in der Uniklinik Marburg erlebt, wie tatsächlich der Strom richtig ausgefallen ist, weil gleichzeitig das Netz der Stadt und ein Aggregat kaputt gegangen ist und es auf einmal fast dunkel war im OP und nur noch die letzten, sag ich mal, Reserveversorgungseinheiten liefen. Und das war schon relativ unangenehm. Clemens Kill, heute Direktor des Zentrums für Notfallmedizin der Uniklinik Essen. Ohne Strom läuft in seiner Abteilung gar nichts. Ob das jetzt zum Beispiel ein Beatmungsgerät ist, ob das ein Monitor ist oder ob das Pumpen sind, mit denen lebensnotwendige Medikamente in den Patienten hineingepumpt werden. Alle diese Geräte sind letztlich lebensnotwendig, zumindest für bestimmte Patienten. Jedes Krankenhaus in Deutschland muss Vorsorge treffen für einen Stromausfall, für mindestens 24 Stunden. Hier in Essen, in einer der größten Kliniken Deutschlands, geht das Team nun noch einen Schritt weiter. Seit dem Sommer planen sie für ein mehrtägiges Blackout-Szenario. Ein Szenario, bei dem das Mobilfunknetz zusammenbricht und fast die gesamte Infrastruktur zum Erliegen kommt. Clemens Kill leitet die Arbeitsgruppe. Wir gehen mal davon aus, dass diese befürchteten Überlastungssituationen oder auch Hackerangriffe auf die Stromversorgungszentralen oder Ähnliches dazu führen können, dass wir nicht nur wenige Stunden keinen Strom haben, sondern auch mal 12, 24, 36 Stunden lang oder sogar noch länger. In so einem Fall geht die Klinik in den Notfallbetrieb. Außerdem wollen sie Verträge mit Firmen schließen, die dann unaufgefordert Treibstoff oder Blutkonserven liefern. Und sie arbeiten an Plänen, wie sie Angehörige und Mitarbeiter erreichen, wenn es kein Netz gibt. Im Keller der Klinik ein Geflecht aus langen Gängen. Hier sind Stefan Neuhaus und sein Kollege Ulf Gärtner unterwegs, um die Stromsysteme der Klinik zu checken. Stefan Neuhaus leitet den technischen Betrieb der Uniklinik Essen. Er ist ebenfalls im Blackout-Team.
Die beiden Männer prüfen die Mittelspannungsschaltanlage. Von hier aus wird der ankommende Strom innerhalb der Klinik verteilt. Normalerweise. Kommt es zum Blackout, übernehmen Notstromaggregate ihren Job. Wir haben 19 Notstromaggregate, die unsere Gebäude entsprechend versorgen. Wir gehen weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und haben eine Dieselbevorratung für 72 Stunden Betrieb. Die Normen verlangen 24 Stunden, wir haben 72 Stunden. Wir haben im Gelände rund 140.000 Liter Diesel in unterschiedlichen Tanks, den einzelnen Notstromaggregaten zugeordnet, gelagert. Und die Anlagen werden auch immer so regelmäßig nachgetankt, dass diese 72 Stunden immer garantiert sind. Das ist eines der Stromaggregate. Fällt der Strom aus, schaltet es sich automatisch an, wie hier in einem krankenhauseigenen Video von einer Probe. 15 Sekunden dauert das. Hier beim Notstromaggregat ist es immer so, dass dieses Aggregat komplett autark funktionieren muss und keine sag ich mal, Hilfsaggregate benötigen darf. Deswegen ist es bei jedem Notstromaggregat so, dass oberhalb des Notstromaggregates ein Tagestank angeordnet ist, wo der Kraftstoff allein durch Schwerkraft ohne Pumpe dem Aggregat zufließen kann. Weil eine Pumpe kann kaputt gehen und wenn das Aggregat keinen Diesel mehr bekommt, wird es ja nicht weiterlaufen können. Steckdosen, die im Falle eines Blackouts auch unabhängig vom Stromaggregat versorgt über eine Batterie weiterlaufen. Lampen, die, wenn es keinen Strom mehr gibt, sofort anspringen. Die Klinik versucht sich bestmöglich vorzubereiten. Eine perfekte Lösung gäbe es aber nie. Es beruhigt zwar, wenn man weiß, was geht, aber man erfährt auch, was alles dann doch vielleicht nicht mehr geht. Und sei es nur ums Krankenhaus herum und nicht im Krankenhaus drin. Würde es zum Blackout kommen, wäre die Uniklinik Essen eine Art leuchtende Insel in einer ansonsten wahrscheinlich fast gänzlich dunklen Stadt. Jedenfalls, solange es Heizöl für die Stromaggregate gibt. Und hier geht's weiter mit den Nachrichten. Und die hast du, Susanne. Bund und Länder haben bei ihrem planmäßig letzten Treffen in diesem Jahr eine Reihe von Streitpunkten ausgeräumt. Wie Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten Weil und Wüst am Abend mitteilten, sei etwa der Konflikt über die Finanzierung des 49-Euro-Tickets beigelegt. Bund und Länder wollen sich die Kosten dafür teilen. Eine weitere Einigung gab es bei den Härtefallregelungen für die von der Energiekrise besonders betroffenen Unternehmen. Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gestern mit weiteren Verdächtigen und Durchsuchungen. Ermittelt wird auch, ob die bislang 54 Beschuldigten noch weitere Waffen versteckt haben. Gestern waren in 11 Bundesländern sowie in Italien und Österreich insgesamt 25 Menschen festgenommen worden. Bis auf die beiden im Ausland gefassten Männer sitzen alle bereits in Untersuchungshaft. Kroatien tritt zum 1. Januar dem Schengen-Raum bei. Damit fallen an der Grenze zu den anderen EU-Staaten zum Jahreswechsel die Passkontrollen weg. Im Flugverkehr soll es Ende März soweit sein. Kroatien ist damit das 27. Mitgliedsland, an dessen Binnengrenzen nicht mehr kontrolliert wird. Die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien dagegen scheiterte an Bedenken von Österreich und den Niederlanden. Die bevorstehende Kürzung des staatlichen Umweltbonus zum Jahreswechsel hat für einen deutlichen Schub beim Absatz von Elektroautos gesorgt. Doch für viele Kunden könnte die Prämie deutlich geringer ausfallen als erwartet oder sogar ganz wegfallen. Einzelheiten dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Für die Höhe der staatlichen Förderung ist nicht der Kauf, sondern die Zulassung entscheidend. Das könnte bei mancher Auslieferung zu einem Problem werden, schreiben die Spitzenverbände der Autoindustrie in einem Brief. Denn ab kommendem Jahr fallen die Prämien für Plug-in-Hybride ganz weg. Für E-Autos werden sie deutlich verringert. Für Autos, die weniger als 40.000 Euro kosten, sinkt der Zuschuss von derzeit 6.000 auf 4.500 Euro. Für Autos, die einen Netto-Listenpreis von 40.000 bis 65.000 Euro haben, soll es künftig nur noch 3.000 Euro statt bisher 5.000 Euro geben. Dazu kommt dann noch der Zuschuss vom Hersteller. Die höheren Prämien sorgen in diesem Jahr aber für einen Boom. Alleine im November wurden rund 58.000 E-Autos neu zugelassen. Die Aussicht auf ein Leben in der Metropole London mag reizvoll sein für viele. Aber ebenso unerschwinglich, denn die Immobilienpreise gehören zu den höchsten weltweit. Die Top-Lagen können sich ohnehin nur die obersten paar Prozent leisten. Und auch in den normaleren Wohnvierteln wird es für viele Londoner zu teuer.
Aus der Not heraus haben manche ein neues Lebensmodell entwickelt. Sie packen alle paar Wochen ihre Sachen und ziehen weiter zur nächsten Adresse, als Haussitter. Sven Lohmann über ein Nomadenleben in der Großstadt. Megan Gay wohnt mit ihren 27 Jahren in einer stattlichen Villa im Süden Englands. Sie lebt hier mit ihrem Freund Sean zusammen. Die Miete, die die beiden für das große Anwesen bezahlen, ist ein wahres Schnäppchen. 0 Pfund. Megan und Sean zahlen auch nichts für Strom, Wasser oder Heizung. Keinen einzigen Cent. Die Eigentümer lassen uns alles im Haus benutzen. Ein paar Sachen haben wir mitgebracht. Meine Kaffeemaschine zum Beispiel muss ich immer dabei haben. Da fühle ich mich ein bisschen heimischer. Die beiden leben dauerhaft hinter fremden Gardinen. Ihre Drei-Zimmer-Wohnung haben sie vor 8 Monaten aufgegeben. Seitdem ziehen sie alle paar Wochen von Haus zu Haus, passen dort auf Tiere auf, während die Eigentümer im Urlaub sind. Wir hatten eine Wohnung in London, für die mussten wir wahnsinnig viel Miete bezahlen. Ohne dabei viel Lebensqualität zu haben, die Wohnung war klein, wir mussten was ändern. Ich konnte nichts sparen, mein ganzes Geld ging für Wohnen und Essen drauf. Dabei arbeiten beide Vollzeit, Megan für eine Marketingagentur, Sean in der Softwarebranche. Die Mieten in Großbritannien sind hoch, in der Hauptstadt London sogar schwindelerregend hoch. Ich habe hier eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung für 2.500 Pfund und eine Drei-Zimmer-Wohnung ab 3.000 Pfund im Monat. Umgerechnet also 3.500 Euro. Makler Daniel Fischer hält das längst nicht mehr für gesund und Besserung sei nicht in Sicht. Die Einkommen sind gleich geblieben, die Mieten aber zuletzt um bis zu 40% gestiegen. Es wird zunehmend unbezahlbar. Angela Laws vermittelt fremde Häuser. Zuletzt haben sich so viele Haussitter bei ihr angemeldet wie noch nie zuvor. 140.000 sind es aktuell, die gerne in Zimmern von anderen wohnen wollen. Das Angebot ist da. Wir machen vorher natürlich einen Personencheck und überprüfen die Leute. Und nur wenn beide Seiten sagen, es passt, wird es auch gemacht. Megan und ihr Freund planen mindestens noch ein Jahr ohne eigene Wohnung, um Geld zu sparen. Wenn mal kein fremdes Haus frei sei, würden sie halt in eine Ferienwohnung ziehen. Ihr Leben sei so gerade aufregender und billiger zugleich. Fehlt noch das Wetter. Carsten, gestern hast du gesagt, es wird kälter zum Wochenende. Bleibt so? Es bleibt so, es wird kälter und es wird zum Teil sogar richtig winterlich. Und ich finde, Winter kann ja sehr schön sein, vor allem, wenn er so aussieht wie auf diesem Foto von heute von der Insel Sylt. Blauer Himmel und schneebedeckte Landschaft, das konnten heute nicht wirklich viele Menschen so erleben. Aber vor allem im Norden Deutschlands ist es schon winterlich. Hier ein Satellitenfoto. Wir ziehen das mal auf und zeigen den Norden Deutschlands. Ich drehe mich mal zur anderen Seite. Wir sehen hier Schleswig-Holstein, hier Sylt. Ganz interessant ist, nur die Nordspitze der Insel ist schneebedeckt. Der Süden hingegen hat noch keinen Schnee bekommen. Dann sehen wir hier weite Teile Schleswig-Holsteins schneebedeckt. Das zieht sich weiter an der Ostseeküste Richtung Darß, Zingst und weiter bis nach Rügen. Ein paar Schneehöhen von heute Morgen unterstreichen das Ganze. In Leck waren es 6 cm, in Schleswig 5, in Kiel 2 cm, in Wismar 5 und der meiste Schnee lag in Zingst auf der Halbinsel Zingst. Dort waren es 10 cm. Wir bleiben jetzt mal in Vorpommern und gucken uns die aktuellen Temperaturen von 22 Uhr an. Denn über dem Schnee ist es gerade richtig kalt. In Steinhagen bei Stralsund minus 9 Grad. In Barth sind es minus 8, genauso auch wie in Karlshagen auf Usedom. Und diese tiefen Temperaturen, frostige Temperaturen, führen in den nächsten Stunden in der zweiten Nachthälfte in genau diesem Gebiet, was wir hier so pink eingefärbt haben, zu einer enormen Straßenglätte. Denn genau hier hat es in den letzten Stunden geregnet oder es gab Schneeregen oder nassen Schnee. Die Straßen sind hier jedenfalls nass. Die Temperaturen sinken auf unter 0 Grad. Also hier besonders aufpassen. Das Wetter dazu. Es gibt noch immer hier ein paar Niederschläge, vor allem so zwischen dem Thüringer Wald und der Lausitz. Die gehen immer mehr in Schnee über. Und dann kommen neue Schneewolken im Südwesten an, ziehen über den Schwarzwald Richtung Schwäbische Alb. Und dann weiter morgen im Verlauf des Tages bis an den Alpenrand. Nur am Bodensee könnte das Ganze immer wieder auch
als Schneeregen oder Regen herunterkommt. Einzelne Regen- oder Schneeregenschauer sind auch in Nordfriesland möglich. Dazwischen kann auch mal die Sonne hervorkommen. Nachtstemperaturen meistens im frostigen Bereich, tagsüber in den Mittelgebirgen und im Nordosten Dauerfrost, sonst 0 bis 3 oder 4 Grad. Die weiteren Aussichten, allmählich wird es noch kälter und vor allem im Süden und im Osten fällt am Wochenende weiterhin Schnee. Carsten, vielen Dank für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht's weiter mit Satire von Extra 3. Ja, und die nächste Tagesschau, die haben wir dann gegen 0.20 Uhr für Sie. Und wir melden uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.